Ein Tag in der Tierklinik. Wir schauen rein. Die Tierklinik in Hofheim am Taunus. Hier werden Hunde, Katzen und andere Kleintiere von Spezialisten nach allen Regeln der Tierheilkunst behandelt. Zaubern kann man hier auch nicht, aber einem weißen Kaninchen helfen schon. Mit einer Computertomographie, die zeigen soll, warum die Augen des Mümmelmanns ständig tränen. Das Gerät ist eigentlich für Menschen gebaut, funktioniert aber auch bei Nagetieren. Gleich gegenüber, in einem anderen Gerät, ein weiterer Patient. Der deutsche Schäferhund hat schlimme Rückenschmerzen. Da machen wir jetzt ein MRT, um zu sehen, ob da irgendwelche Bandscheibenvorfälle sind. Und da wird jetzt hier erstmal geplant, um einfach zu sehen, ob wir jetzt was finden. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen näher da drauf. Mischlingshund Simon befindet sich in zahnärztlicher Behandlung. Gerade werden seine Zähne gerüncht. Dr. Katharina Kessler von der Tierklinik zeigt uns jetzt noch den OP-Bereich. Sieht so aus. Ja, hier die rote Linie am Boden ist der Übergang von der weniger sterilen OP-Vorbereitung in den OP-Bereich. Da haben wir 8 Tische, an denen operiert werden kann. Hier werden die Tiere umgelagert und an das Team, das im OP arbeitet, übergeben. Dort werden die Tiere an die Narkose angeschlossen, aufgebaut, steril abgedeckt und dann darf der Chirurg zum Werk schreiten. In der Onkologie wird gerade ein Kater bestrahlt. Strahlung ist ein. Alter Falter, das ist ja richtig. Schon wie so ein kleines Menschenkrankenhaus, ne? Onkologie, MRT, Alter. Das ist schon eine der. Das müsste doch eine der größten Tierkliniken in Deutschland sein, oder? Gibt's das schon so oft in der Form? Wahnsinn. Eine der drei wichtigen Säulen in der Tumortherapie. Neben der Chirurgie und der Chemotherapie haben wir hier die wunderbare Möglichkeit, unsere Patienten auch zu bestrahlen. Sorge bereitet den Spezialisten, dass selbst manche Tierärzte nicht wissen, was hier alles möglich ist. Und dass dann vielleicht sogar zum Einschläfern geraten wird, weil gar nicht bekannt ist, dass man da doch noch viel machen kann. Ja, viel machen kann, ist halt immer so die Frage. Ja, gut, Tierkrankenversicherungen kommen auch gerade, oder eigentlich fast nur bei Hundehaltern. Pferde weiß ich überhaupt nichts von, aber bei Hundehaltern gibt es Krankenversicherungen, okay. Weiß nicht, wie viele Prozent der Hundehalter die schon haben. Aber andere Tierhalter sind halt auch schnell mal bei vielen tausend Euro, wenn sie dann so eine Tierklinik in Anspruch nehmen. Darum hat es nicht immer unbedingt was mit Unwissenheit, sondern einfach nur mit finanzieller Situation zu tun, wenn sie es nicht machen. Die Hofheimer Klinik ist so etwas wie beim Menschen eine Uniklinik mit Maximalversorgung. Und natürlich mit einer Notaufnahme, die 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Hier wartet seit letzter Nacht dieser Kater auf seine Operation. Offenbar hatte er einen schweren Unfall. Der Bolle hier ist 5 Jahre alt, eine europäische Kurzhaarkatze. Der war 6 Tage lang verschwunden. Der hat sich das Bein gebrochen, was heute chirurgisch versorgt wird. Die Ärzte vermuten, dass Bolle schon am Tag, als er verschwunden ist, von einem Auto angefahren wurde und sich dann mühsam nach Hause geschleppt hat. Weil Katzen sehr nervöse Tiere sind, wird Bolle nicht zur Anästhesie gebracht, sondern er bekommt seine Narkose gleich vor Ort. So muss er nicht durch mehrere Zimmer geschoben werden, vorbei an anderen Tieren, sondern bleibt in der Umgebung, die er seit gestern kennt. Bevor es in den OP geht, wird eine Röntgenaufnahme vom Bruch gemacht.
Tiere werden natürlich anders als wir Menschen unter Vollnarkose geröntgt. Jetzt wird die Stelle, an der Bolle operiert wird, rasiert. Und dann ist der Kater bereit für die Operation. Vorsichtig wird er über die Schwelle gehoben in den sterilen Bereich hinter der Schleuse. Davor ist die Kleidung blau, dahinter tragen alle rot. Das Röntgenbild ist da. Gut zu erkennen, der Bruch, Knochensplitter und die starke Schwellung. Tierchirurgin Dr. Miriam Scheich will Bolles Bein mit einer Schiene richten, an der sein Knochen ober- und unterhalb des Bruchs verschraubt wird. So sehen die Schienen aus. Und das ist die Schiene für Bolle. Mit Hilfe von Bohrmaschine und Schraubenzieher befestigt Dr. Miriam Scheich die Schiene. Die Operation wird noch einen Moment dauern. Die Miskamps aus Waldorf mit Familienhund Harry haben heute einen Termin in der Hofheimer Tierklinik. Der zweijährige Mischling hat Epilepsie. Deshalb muss Frauchen Sabrina ein Tagebuch führen. Das habe ich damals bekommen bei den ersten Anfällen oder ersten Anzeichen. Und da musste ich dann immer die Anfälle, den Verlauf der Anfälle und die Medikation und wie er sich dann fühlt, wie er sich verhält, das musste ich dann eben eintragen. Seine Anfälle verlaufen dementsprechend so. Oft gibt es einen Auslöser. Also wenn er sich aufregt, wenn es an der Tür klingelt oder klopft und er dann bellt und dann sieht man dann sozusagen, wie er dann ganz ruhig wird und dann die Hinterläufe anfangen zu krampfen. Er setzt sich dann hin, fängt ganz stark an zu sabbern, fängt ganz stark an zu zittern und je nachdem, wie lange es eben dauert, mach mal Sitz, durchfallen, ja, brauchst nicht aufgeregt sein. Je nachdem, wie lange es eben dauert, muss ich ihm dann auch ein Notfallmedikament geben, dass er wieder entkrampft. Und ja, also wie gesagt, die letzte Zeit hat sich's echt geholfen. Behandelt wird Harry von Dr. Thilo von Kloppmann. Der Neurologe schaut sich Harry noch einmal genau an. Ich würde dann noch einmal Herz und Lunge abhören. Ja, komme ich einmal auf Ihre Seite so ein bisschen, wenn Sie ihn einmal aufstellen. Beim Abhören fällt Dr. von Kloppmann etwas auf. Ist das bekannt, dass der Harry ein leichtes Herzgeräusch hat? Nee, also bis jetzt hat er nur die Epilepsie. Ja. Wir haben ihn jetzt ja 2 Jahre nicht gesehen, da kann sich natürlich auch an den Befunden etwas verändern und das ist jetzt eben aufgefallen, das muss überhaupt nichts Schlimmes heißen, will ich Sie auch nicht beunruhigen, aber es ist natürlich ein wichtiger Befund, über den wir nochmal sprechen müssen. Ich habe einen jungen Patienten, einen Mischling, der schon seit längerer Zeit unter Anfällen leidet. Das Anfallsbild hat sich ein bisschen verändert und die Anfälle haben sich gehäuft, weshalb die Besitzerin jetzt nochmal zu mir gekommen ist. Und im Gegensatz zur Erstuntersuchung ist aufgefallen, dass der Harry jetzt ein leichtes Herzgeräusch hat, weshalb ich dich fragen wollte, ob du eventuell eine kardiologische Abklärung heute einschieben kannst. Das klappt. Der Kardiologe soll prüfen, ob Harrys Probleme mit dem Herzen zu tun haben könnten und nicht, wie vermutet, mit dem Hirn. Mein Tagesgeschäft besteht eigentlich aus der Abklärung dieser Anfallspatienten, was ja schon zeigt, wie häufig diese Patienten bei uns vorstellig werden. Und genau wie der Mensch auch, leiden eben leider auch Hund und Katze unter solchen epileptischen Anfällen. Es beginnt manchmal mit sogenannten fokalen Anfällen. Das heißt, den Besitzern fällt auf, dass zum Beispiel nur eine Lefze zuckt, dass der Hund nur ab und zu mal eine Pfote anhebt. Und das kann sich dann leider eben auch steigern in sogenannte generalisierte Anfälle, wo dann das Tier eben auf die Seite fällt, das Bewusstsein verliert, entsprechend starke motorische Aktivität zeigt, bis hin eben zu einem richtig schweren generalisierten epileptischen Anfall. Man hört ein deutliches systolisches Herzgeräusch. Das ist 3 von 6 Punkte. Maximum ist die Mitralklappe, also die Klappe zwischen linken Vorhof und linker Hauptkammer, scheint nicht ganz dicht zu schließen. Ich gehe kurz auf die andere Seite. Da hört man das Herzgeräusch nicht so stark. Das Herz ist regelmäßig gleichmäßig. Kein Hinweis auf Rhythmusstörung.
Der Puls, der hinten an vorn kommt, ist kräftig und hoch. Dr. Kai Bessmann schaut sich Harrys Herzklappen lieber nochmal im Ultraschall an. Zurück zur Notfallchirurgin Dr. Miriam Scheich. Sie hat die Behandlung von Kater Bolle inzwischen beendet. Wie ist die Operation des Oberschenkels verlaufen? Die Operation verlief sehr zufriedenstellend, obwohl es eine schwierige Femurfraktur war, wo wir doch auch einige Knochenausbrüche hatten, konnten wir die Fraktur sehr gut richten. Sieht soweit alles schön im Röntgen aus. Bolle ging es danach auch wieder deutlich besser. Wir hatten ja doch eine große Schwellung und ein großes Hämatom, also einen großen Bluterguss in dem Bereich. Der Bolle darf erstmal nicht frei in der Wohnung und natürlich schon gar nicht außerhalb des Hauses sich bewegen, sondern darf nur gehen auf dem Bein, was für eine Katze nicht immer ganz einfach umzusetzen ist, aber darf eben noch nicht springen und rennen, bis wir die erste Röntgenkontrolle haben und sehen, ob der Knochen soweit gut verheilt und ob die Implantate eben auch an Ort und Stelle sind. Nicht springen und rennen. Wie soll das gehen? Ja, das ist das beliebte Prinzip Boxenruhe. Das heißt, man muss eine Katze dann eigentlich in einem abgetrennten Bereich unterbringen. Das kann so ein Auslauf für Kaninchen oder ähnliches sein oder mal ein größeres Kinderlaufstall, wo letztendlich ein Körbchen rein kann für die Katze, wo eine Katzentoilette rein kann. Und meistens muss das auch oben abgedichtet sein, dass sie natürlich nicht rausspringen kann. Manche Besitzer haben natürlich sogar so tolle Ideen, dass sie ganze Zimmer ausräumen, wo dann die Katze verbleiben darf. Eine echte Herausforderung für Bolle und seinen Besitzer. Die beiden sehen wir in ein paar Wochen hier zur Kontrolluntersuchung. Tierschutzmischling Simon ist mit seinem Frauchen aus Karlsruhe nach Hofheim gekommen. Er wird vorbereitet für eine Zahnoperation. Eine Naht von einer vorangegangenen Operation in Stuttgart hat sich geöffnet. Das kommt öfter vor und bereitet dem kleinen Simon heftige Probleme. Er hat ein halbes Jahr vorher einen Reißzahn gezogen bekommen. Und da hat sich jetzt praktisch eine Verbindung zur Nasenhöhlen, ist das Loch anscheinend wieder aufgegangen oder gar nicht richtig zu gewesen. Und da geht halt Flüssigkeit und Essensreste rein und dadurch, ich vermute, es entzündet sich. Und dadurch hat er die Probleme und hat halt diese Zuckungen, die eigentlich schon manchmal schlimm aussehen. Wenn man schon mal die Situation hatte, dass man irgendwie eine Spaghetti verschluckt hat und die in der Nase wieder hing, das ist so ungefähr die Situation. Also wir haben natürlich Rezeptoren in der Nase, die auslösen. Also eine Situation hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, aber na gut. Sobald da Fremdmaterial reinkommt. Und das passiert beim armen Simon halt den ganzen Tag. Ich habe zu jedem Tierarzt gesagt, sieht aus wie wenn er Parkinson hätte. Er steht dran und macht dann diesen hier. Und dann purzelt er als Hinde um. Und der Spezialist in Stuttgart hat mir gesagt, dass also die Hunde hätte die Nerven von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze. Und wenn das halt sich alles entzündet, dieses ganze Gewebe, dann hat es Ausfallerscheinungen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Anders als beim Menschen finden Zahnbehandlungen bei Katzen und Hunden unter Vollnarkose statt. Simon ist schon 12 Jahre alt und Dr. Robert Marx macht Röntgenaufnahmen, um den Gesamtzustand von Simons Gebiss besser beurteilen zu können. Wir haben hier zusätzlich zu diesen parodontalen Geschehen gleichzeitig noch, was wir so als Resorptionsprozess bezeichnen, also diese Wurzel. Ist, sage ich mal, nicht mehr von schönem Bindegewebe umgeben, wie wir das eigentlich sehen wollten. Hier erkennt man das noch so ein bisschen, diesen parodontalen Spalt, den man hier noch einigermaßen gut nachvollziehen kann. Das sieht hier schwierig aus. Also gerade machen wir so ein bisschen Sorgen hier um die vordere Wurzel, kann gut sein, dass wir da relativ weit aufmachen müssen. Um die Öffnung zwischen Mund- und Nasenraum zu schließen, will der Zahnspezialist Schleimhautgewebe vernähen. Die Nase wird von der Mundhülle wieder durch einen Schleimhautlappen getrennt. Und dann sollte diese Problematik aufhören. Die Lücke ist geschlossen. Ein weiterer Zahn ist so krank, dass Dr. Marx nach Rücksprache mit Simons Frauchen beschließt, ihn zu ziehen. Tiere werden in Seitenlage behandelt. Simon wird jetzt umgedreht, damit die andere Gebisshälfte zugänglich wird. Dr. Robert Marx befürchtet, hier weitere entzündete Zähne zu finden. Ich hoffe, wir finden nichts mehr, sonst
kann ich natürlich nochmal mit den Leuten sprechen. Wenig später greift er tatsächlich zum Telefon. Hallo, Frau Jurecki. Keine Sorge, alles in Ordnung. Wir sind auch schon praktisch am Ende. Wir sind auch schon auf der zweiten Seite. Die Hauptgeschichte ist schon rum. Wir haben den Verschluss soweit gemacht. Bin damit sehr zufrieden. Sollte hier alles gut laufen. Es ist tatsächlich nur eine ganz klitzekleinigkeit. Auch auf der rechten Seite ist ein Backenzahn im Oberkieferbereich. Gleiche Geschichte. Wollten wir nur das Okay holen, dass wir das noch machen. Das geht relativ schnell. Das ist für Sie in Ordnung, richtig? Sie sind eh auf dem Weg, perfekt. Also dann würde ich sagen, wenn Sie vorne sind, holen Sie sich direkt schon mal ein Pages. Das geht hoffentlich toi toi toi, wenn ich mich da nicht zu schlecht anstelle, sollten wir in den nächsten 15 Minuten fertig werden. Ja? Zur Sicherheit holt sich der Tierarzt im klinikeigenen Labor nochmal Simons Blutwerte. Während der so ganz langsam wieder aufwacht, ist sein Frauchen auch schon wieder da. Alles in Ordnung, kein Problem, keine Komplikation. Zahnprobleme sind bei Hunden eher die Regel als die Ausnahme. Bei Hunden sagt man, ab einem Alter von 3 Jahren haben wir 80-85% Patienten mit Entzündungen der Zähne. Also ich kann in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld die Leute an einer Hand abzählen, die regelmäßig die Zähne putzen bei ihren Tieren. Das ist selbst so bei Tierärzten nicht unbedingt, dass das jeder macht. Sollte man seinem Hund also die Zähne putzen? Man sollte seinem Tier die Zähne putzen. Also das ist natürlich, wir wissen, dass das Zähneputzen ein umfangreiches oder ein schwieriges Unterfangen sein kann. Und man ist oft schnell frustriert, wenn man das anfängt und das Tier natürlich nicht weiß, was da los ist und man beginnt und versucht, das Maul irgendwie aufzureißen. Und dann gibt es auch Tiere, die versuchen, nach einem zu schnappen. Und es ist sicherlich so ein Weg, den man gehen muss, bis man dazu kommt, dass man irgendwie vergleichsweise... Großes Thema, tierärztliche Zahnbehandlung. Habe ich auch schon Reactions drauf gemacht. Das empfehlen tatsächlich moderne Tierärzte, also die es jetzt... von nicht allzu langer Zeit ihren Job gelernt haben und so weiter, also nicht die Oldschool-Leute von vor 50 Jahren. Aber im Augenblick echt großes Thema, Zahnbehandlung bei Hunden. Mache ich bei meiner Bull auch zu selten oder überhaupt nie, aber ist eine offizielle Empfehlung, Hunden jeden Tag die Zähne zu putzen, ja. Weise wie bei uns nimmt hier die Zähne putzt. Simon ist noch ganz schön benommen. Gleich geht es zurück nach Karlsruhe. In ein paar Tagen sollte er wieder kraftvoll zubeißen können. Er ist ein Drehmensch. Kurzes Geburtstagsständchen für eine Kollegin. Und dann geht es im OP wieder an die Arbeit. Kenne ich auch noch aus der Zeit, wo ich wirklich fest gearbeitet habe ich in dem Job nie, aber doch habe ich eigentlich schon. Also meine Ausbildung und so habe ich im Gesundheitswesen gemacht und das kenne ich da auch noch. Kurzes Geburtstagsständchen, eine Minute, herzlichen Glückwunsch und alle schnell wieder weg in ihre Station und so. Immer alles auf dem Sprung da. Das ist Mischlingshündin Laila. Vor 2 Tagen hat sie mit ihrem Frauchen 8 Stunden in der Notaufnahme gewartet. Dann stand fest, akute Gefahr besteht nicht, aber eine Operation ist nötig. Am Auge. Das hat uns erstmal ziemlich erschreckt und ich habe gegoogelt wie blöd und hat dann eben relativ schnell gefunden, Cherry ein. Ich habe auch die Mama, also die, wo ich sie her habe, angeschrieben und die Mama hatte das auch. Also von daher konnte ich mich da auch ein bisschen informieren. Vom Ablauf ist alles klar, oder? Also ja. Ich nehme sie jetzt mit, dann kriegt sie den Venenkatheter, Intubationsnarkose, dann operiere ich das Cherry Eye und verstecke das unter dem Auge, wie besprochen. Mhm. Und sobald es geschafft ist, rufe ich sie an. Ja. Dann wird sie wahrscheinlich noch mal, sie ist ja jung, 20, 30 Minuten brauchen zum Aufwachen, dann können sie gerne dazu. Mhm.
Die 4 Monate alte Laila wird jetzt fertig gemacht für die erste Vollnarkose ihres jungen Lebens. In Hofheim werden natürlich nicht nur Cherry Eyes, also Kirschaugen, behandelt, sondern alle möglichen Augenerkrankungen. Das reicht im Prinzip von Lidderkrankungen. Also das kommt beim Hund und auch bei der Katze relativ häufig vor, dass sie so ein Rolllid haben, dass das Lid sich also einrollt. Sowas machen wir zum Beispiel. Und dann machen wir auch OPs an der Hornhaut. Das ist ja diese klare Fensterscheibe, die vorne am Auge ist. Dann machen wir auch Linsen-OPs. Also wie bei Menschen auch so eine Katarakt, sprich graue Star-Operation, dass wir also da die Linse entfernen und eine neue Kunstlinse wieder einsetzen. Glaukom-OPs machen wir auch. Also das ist im Prinzip alles recht ähnlich wie bei Menschen auch, nur dass wir halt als Augentierärzte im Prinzip alles behandeln, also vom Fisch über den Vogel, die Maus, Katze, Hund natürlich am häufigsten, aber zum Beispiel auch Pferde oder auch mal Exoten, also einen Alpaka, einen Lama. Laila darf jetzt von Hundekuchen träumen. Das Cherry Eye entsteht so. Hunde haben ein drittes Augenlid, die sogenannte Nickhaut. Wenn die Nickhautdrüse sich krankhaft vergrößert, ragt schließlich ein rötlicher Punkt ins Auge hinein, der aussieht wie eine Kirsche. Das nennt man dann Cherry Eye. Bei der Operation wird unterhalb des Augapfels eine Tasche geschaffen und die Nickhautdrüse darin versenkt. Lailas Vater ist zur Hälfte Boxer. Das ist eine Rasse, bei der Cherry Eyes häufig vorkommen. Die Laila ist ganz jung, ja, und das ist auch typisch bei dieser Erkrankung, also dieses Cherry Eye, Kirschauge, ist also eine Erkrankung, die bei jungen Tieren vorkommt. Also die sind halt eben so ab 3-4 Monate bis, ich sag mal, 1,5 Jahre ist so das Hauptalter, wo sowas auftritt. Und das sieht für die Besitzer ganz schlimm aus, weil natürlich auf einmal dieser rote Klops da im Auge erscheint und die Augen auch schleimen und tränen. Aber Gott sei Dank, das tut nicht weh. Und wenn man das rechtzeitig operiert, so das Frauchen von der Laila hat ja super reagiert und hat da gleich was unternommen, dann kann man die Drüse also auch funktional erhalten, dass sie nicht kaputt geht. Und diese OP-Technik hat auch eine hohe Erfolgschance. Das heißt, dass selten ein Rezidiv kommt. Nach einer halben Stunde ist alles geschafft. Dr. Braus informiert Lailas Frauchen. Ich denke, wenn Sie sich auf die Söckchen machen würden, ja, dann können Sie sie gleich in Empfang nehmen. Hm? Laila muss jetzt noch ein paar Tage Halskrause tragen, bis die Rötung verschwunden ist. Dann sieht das Auge aus wie vorher. Und das andere Auge? Das andere Auge, ja, also da muss man natürlich ehrlich sein, das zweite Auge kann hinterherkommen. Also wir haben jetzt bei der Laila in der OP schon mal geschaut, wie das andere Auge aussieht. Das passt im Moment total gut, das heißt, die Drüse ist genau da, wo sie hingehört. Das heißt, da gehen wir im Moment auch nicht dran, weil die Gefahr zu groß wäre, dass dann Komplikationen kommen an einem Auge, was eigentlich gar nichts hat. Aber es ist natürlich möglich, dass das zweite Auge noch hinterherkommt und das auch entwickelt. Für Laila ist nochmal alles gut gegangen, weil Frauchen schnell reagiert hat. Augen verstehen keinen Spaß und leider gehen relativ schnell unrettbar kaputt. Das heißt, eine Hornhaut, die durchgebrochen ist oder eine Netzhaut, die abgelöst ist, da ist dann doch leider mal schnell der Ofen aus. Und ja, deshalb Augenarzt also selber rumdoktern an Augen sogar nicht, sondern doch eher zum Haustierarzt gehen, den schauen lassen oder halt auch zum Augenspezialisten gehen und den mal schauen lassen, was los ist. Die Kosten der Operation rund 700 Euro. Die werden von der Versicherung übernommen. 2 Wochen später daheim bei Laila in Oberursel. Die Halskrause ist ab. Und wie geht es ihr? Gut, also soweit wir das sehen können. Sie sagt gut, es geht ihr gut. Im Golden Retriever Herbst ihres Lebens angekommen ist diese Dame und das merkt man langsam. Ach so, dass sie natürlich einfach generell immer ein bisschen langsamer unterwegs ist mittlerweile und dass man doch auch mal merkt, wenn man ihnen die Füße abputzt, dass es doch irgendwo mal so ein bisschen zwickt und zwackt und sie die Füße wegzieht. Deshalb stellt sich die alte Dame heute dem strengen Blick von Angela Wahle. Unter den Augen der Tierphysiotherapeutin läuft sie auf verschiedenen Belägen, so gut es eben noch geht. Danach gibt es eine manuelle Physiotherapie im Reha-Zentrum der Tierklinik. Thank you.
Und das ist die Elsa. Die Elsa haben wir ja gerade schon laufen sehen auf unserer Vortrabstrecke draußen. Für Frau Wahle ist sie gelaufen. Das ist eine unserer Tierphysiotherapeuten, die hier arbeiten. Wie man sieht, findet Elsa hier ziemlich toll, weil sie gleich auf den Tisch hochspringen soll und darf und sich geradezu vordrängelt. Genau. Das wollen sie vielleicht gar nicht so mit ihren Knochen. Elsa ist eine sehr alte Hündin. Wie alt ist sie? 14 Jahre. 14 Jahre. Und da ja, zwickt und zwackt es an jeder Ecke mal. Und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen mit der Physiotherapie, die den gerade den älteren Tieren da unheimlich gut helfen kann. Und Elsa wird jetzt hier erst manuell behandelt und geht dann gleich noch auf unseren Aquatrainer im Raum nebenan. Und da ist er, der Aquatrainer. Elsa muss erst mit ein paar Leckerli überzeugt werden, dass dieses Trainingsgerät jetzt genau das Richtige für sie ist. Und ab geht's ins lauwarme Wasser. Das Unterwasserlaufband wird herabgefahren und dann soll Elsa mit dem langsam Gehen beginnen. Im 29 Grad warmen Wasser. Was wir hier sehen, ist im Prinzip ein medizinisches Fitnessgerät. Also wir nutzen den Aquatrainer in erster Linie zum Muskelaufbau, zur Stabilisation, gerade wenn Tiere ein bisschen instabil sind, nach Operationen oder auch im Alter durch eine Schwäche. Wir haben hier extrem Druck auf den Körper durch die Wassermassen, das heißt, das dient der Stabilisation und eben muss maximale Muskelkraft aufgewendet werden, um gegen diese Wassermassen anzulaufen. Das heißt, wir können den nutzen, jetzt wie bei ihr, dass sie eben sich mit ihrem Knie und mit den Zehengelenken, sie hat den Wasserauftrieb, das heißt, sie muss ihr eigenes Körpergewicht nicht tragen, beziehungsweise zu 80% wird ihr das Gewicht genommen. Dadurch kann sie ihre Gelenke besser durchbewegen, als wenn sie das jetzt ohne Wasser an Land quasi machen muss. Und wir gehen schon auch ab und zu, soweit es das zulässt, auch mal an den Rhein und können da auch ein bisschen den Aquatrainer mal nachempfinden, aber natürlich jetzt nicht ganz so gezielt, wie das hier in der Klinik der Fall ist. Jetzt noch eine Nackenmassage. Aber wie das bei alten Damen so üblich ist, ganz ohne Pillen geht es nicht. Sie bekommt schon auch unterstützend ein Schmerzmittel, aber solange einfach alles in Bewegung bleibt, hoffe ich eben, dass das... Genau, dass sie dann auch ins lange fit bleibt und nichts einrostet sozusagen. Zurück zu Harry, bei dem ausgeschlossen werden soll, dass seine Anfälle etwas mit dem Herzen zu tun haben und nicht, wie vermutet, eine Epilepsie der Grund dafür ist. Das Ergebnis des Ultraschalls ist eindeutig. Na, das ist nichts, was wir behandeln müssen. Na, ich habe morphologisch keinen Hinweis darauf, dass das für ein Anfallgeschehen verantwortlich sein könnte, für eine Synkope. Wir haben einen Sinusrhythmus, keine Extrasystolen in der Zeit gehabt. Das heißt, ich würde von meiner Seite jetzt erstmal ausschließen, dass das eine kardiale Ursache ist. Na, Narkoserisiko von meiner Seite ist nicht erhöht. Das heißt, ich denke, man muss in der Neurologie weitere Diagnostik machen. Damit ist klar, das Herz ist nicht der Grund. Die Probleme kommen wohl, wie vermutet, vom Hirn. Die Therapie wurde jetzt angepasst, weil sich die Anfälle eben häufen. Das heißt, wir sind erstmal bei demselben Medikament geblieben, hatten ursprünglich eine niedrige Dosierung gewählt, um nach Möglichkeit mit wenig Wirkstoff schon den guten Erfolg zu erzielen. Das hatte ja auch längere Zeit funktioniert, aber jetzt haben wir dasselbe Medikament in der Dosis erhöht und hoffen jetzt eben auf eine bessere Anfallskontrolle. Die Miskamps sind schon vor 2 Jahren nach den ersten Anfällen in die Tierklinik gekommen. Doch das Problembewusstsein bei Hundehaltern war nicht immer so groß. Also man hat vor, sagen wir vielleicht 15 Jahren auf YouTube Videos gefunden, wo Hunde aus dem Schlaf aufspringen, eine abnormale motorische Aktivität zeigen, zum Teil gegen die Wand laufen. Und da wurde gesagt, was ist denn das für ein lustiges Verhalten? Und da muss man sagen, hat sich die Wahrnehmung der Besitzer massiv verändert. Also wir haben viele, viele sehr gut
informierte Besitzer, auch Besitzer, die das sehr klar differenzieren, ob das ein abnormales Verhalten ist oder nicht. Wir bekommen jetzt noch einen Bereich der Tierklinik gezeigt, zu dem weder Tiere noch Besitzer Zutritt haben. Hallo. So, jetzt sind wir in unserem Labor. Wir haben ein relativ großes hauseigenes Labor, weil wir sehr viele schwerkranke Tiere haben, wo wir nicht auf Proben warten können, die in einzelne Labors verschickt werden. Trotzdem kooperieren wir natürlich mit einigen Labors von außerhalb. Aber wir haben ja auch eine feste Besetzung, die im Labor spezialisiert arbeitet, die sich dieses Arbeitsfeld ausgesucht hat und die hier diese vielen Maschinen ganz wunderbar bedienen kann. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und ja, da wird alles, verschiedenste Proben analysiert, Blutproben, Urin, Liquor, also Rückenmarksflüssigkeit. Wir haben hier ein Mikroskop zur Untersuchung von zytologischen Proben. Wir machen natürlich auch sehr viel Onkologie, da brauchen wir diese Zellbilddiagnostik. Es gab Zeiten, da konnte ich die bedienen, das ist schon lange her. Wir lernen jetzt erstmal Patientin Ingeborg kennen. Deren Blut ist schon öfter analysiert worden, weil sie eine Allergikerin ist. Sehr viele Hunde und Katzen zeigen allergische Symptome, sagt Hautspezialistin Dr. Susanne Schmohl. Sei es eine Ohrentzündung, sei es Juckreiz vorübergehend oder auch ganzjährig, betrifft ja manchmal auch nicht nur die Haut, sondern auch den Magen-Darm-Trakt, ne, wenn man da an Futtermittelallergien denkt. Die haben noch eine eigene Dermatologieabteilung mit einem Oberarzt dafür. Alter Falter, echt krass. Habe ich noch nie erlebt, so eine gigantische Tierklinik. Dass die Blähungen haben oder immer wieder Durchfall, das kann auch auf eine Allergie hinweisen. Soll ich Ihnen helfen? Das kriegen wir hin. Hallo Mäuschen. Wir sehen hier tatsächlich in der Klinik mehr Hunde als Katzen. Aber das liegt tatsächlich daran, dass viele Katzen, die sich jetzt zum Beispiel viel lecken, dass das einfach als Putzverhalten auch von den Besitzern interpretiert wird. Aber sehr häufiges Lecken, eventuell auch mit Haarverlust bei der Katze, kann auch eine... Ja, extrem oft an den Ohren, hier Stirn, ja, obere Kopfbereich, da wo die Ohren anfangen, bei ganz vielen Katzen kahle Stellen immer. Allergische Ursache haben. Jetzt noch Fieber messen, wie man das bei Zweijährigen halt so macht. Okay, das ist alles in Ordnung. Ingeborg wird erstmal durchgecheckt. Eine Allergie beim Hund zu diagnostizieren, das ist gar nicht so einfach. Eine Allergieaufarbeitung, das ist immer eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wir müssen eigentlich alle anderen Erkrankungen ausschließen, die bei dem Patienten zu diesen Symptomen führen können. Das können Parasiten sein, Flohbefall oder auch Milben, aber auch Infektionen auf der Haut können jucken. Sie hatte auch eine schlimme Hautfaltenentzündung im Genitalbereich. Da musste sie schon operiert werden, ne, weil sich die Hautfalte immer entzündet hat. Und ja... Und dann haben wir haben zuerst gedacht, das ist eine Futtermittelallergie, weil die Bulldoggen hier da so ein bisschen zu neigen. Und haben es dann mit hypoallergenem, antiallergenem Futter ausprobiert. Das ist aber nicht wirklich besser geworden. Und jetzt haben wir den Test gemacht auf Umweltallergene und haben einiges gefunden, gegen das sie allergisch ist. Und jetzt versprechen wir uns ganz viel von der Desensibilisierung, damit vor allem die Öhrchen nicht dauernd sauber gemacht werden müssen. Guten Tag, Ingeborg. Also hier hat sie auch deutlich Sekret drin. Da würde ich gerne noch mal mir was unter dem Mikroskop anschauen. Oh, das juckt ein bisschen. Ha? Ja, auch hier, die sind gerötet. Leckt sie da auch an den Pfoten, Frau Schallow? Einmal an den Hinterbeinchen, an den Vorderbeinchen. Das muss jetzt noch nicht so aufgefallen. Auch eine Probe der Pfoten wird genommen. Ingeborg ist ganz tapfer. Was schnupperst du? Okay, danke schön. Das färben wir dann gleich noch an. Vorher gibt es aber erstmal eine Spritze. Bei der Ingeborg haben wir einen Bluttest durchgeführt und die Allergene, auf die Ingeborg da reagiert hat, die passen auch mit der Anamnese und mit dem, was die Ingeborg der Besitzerin und uns zeigt.
Und aufgrund dessen haben wir nun eine Desensibilisierungslösung zumischen lassen, direkt für die Ingeborg aus den Testergebnissen heraus. Es ist nur ein bisschen kalt, weil es aus dem Kühlschrank kommt. Oh, das war kalt, ha? Das war kalt. Bei einer Desensibilisierung liegen normalerweise Wochen zwischen den einzelnen Spritzen. Ingeborg bekommt sie heute im Abstand von nur einer Stunde. Wir haben beobachten können, dass die Tiere dann schneller und dauerhaft auch besser auf die Desensibilisierung ansprechen. Und das muss aber unter Klinikbedingungen durchgeführt werden. Falls Ingeborg doch Nebenwirkungen zeigt, muss das schnell erkannt werden und dann auch beendet werden. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Bis zur nächsten Spritze in einer Stunde geht es ab ins Wartezimmer. Der Maulkorb ist eine reine Sicherheitsmaßnahme von Frauchen, da ja niemand weiß, wie Ingeborg auf die sogenannte Rush-Sensibilisierung reagiert. Ein bisschen beleidigt scheint sie trotzdem zu sein über das Ding. Wir haben bei der Ingeborg ihr Haut- und Ohrveränderung gesehen und möchten uns jetzt unter dem Mikroskop anschauen, ob Ingeborg Infektionen hat, die wir mitbehandeln sollten. Und dazu führen wir eine zytologische Untersuchung durch. Das heißt, die Ohrabstriche und die Hautabklatsche werden jetzt zuerst hier gefärbt in diesen Färbelösungen. Das wird hier in der ersten Lösung fixiert, dass wir es uns auch wirklich auf dem Objektträger festkleben. Und mit den Färbelösungen ist es uns dann möglich, Zellen und auch Mikroorganismen unter dem Mikroskop zu sehen. Sehr, sehr viele Hefepilze. Also die Hefepilze sehen Sie hier, das sind diese sogenannten Schuhsohlen oder auch Schneemänner ohne Kopf, wie wir sie oft beschreiben. Und Sie sehen hier eine sehr hohe Anzahl dieser Hefepilze, die sind definitiv zu viel. An den Pfoten sehen wir die auch nicht so viel vermehrt wie jetzt im Ohr. Hier links im Bild sehen Sie auch noch Kokken, das sind Bakterien. Und diese Schlieren hier sind tatsächlich von Entzündungszellen von den Pfoten. Hier auch wieder die Hefepilze und Kernmaterial aus Entzündungszellen. Da wird Ingeborg wohl noch mit anderen Medikamenten behandelt werden müssen, bis die Desensibilisierung dann wirkt. Jetzt ist erstmal die zweite Spritze fällig. So, die Ingeborg kann wieder mitkommen. Die Ingeborg hat sowohl in den Ohren, auf dem rechten und auf dem linken Ohr und auch an den Pfoten eine Überbesiedlung mit Hefepilzen, aber tatsächlich auch in sehr, sehr hoher Anzahl, sodass wir da auch mit einem speziellen Shampoo die Pfoten jetzt zweimal in der Woche waschen sollten und auch wieder einen Ohrreiniger und eine Ohrsalbe benutzen müssen. So, ein bisschen ablenken. Upsa, Mausi. Das ist ganz kalt, das ist ganz kalt. Fein. Gut. Gut gemacht. Dann darf sie runter, genau. Ingeborg wird heute noch weitere Spritzen bekommen. Danach dann in einem Abstand von einigen Wochen. Bei Hunden übrigens, anders als bei Menschen, ein Leben lang. Das Wartezimmer für Katzen ist so weit wie möglich vom Wartezimmer der Hunde entfernt. Außerdem ist es geruchs- und schalldicht. Denn Katzen werden ausgesprochen nervös, wenn Hunde in der Nähe sind. Nervös sind sie ohnehin schon, weil sie sich ja in einer Klinik befinden. Heute ist Kater Bolle zurück in der Klinik, der nach seiner Operation zwar gehen, aber nicht rennen oder springen durfte. Und das 4 Wochen lang. Die meisten Besitzer sagen, das war das Schlimmste überhaupt. Operationen, Kontrollen, alles nicht so schlimm, aber dieses Ruhighalten der Tiere nach Frakturen und Kreuzbandrissen etc., das ist für die Besitzer meistens die größte Herausforderung. Bolles Besitzer Nikolaus Peter aus Kilianstetten sagt, daheim läuft es einigermaßen rund mit dem tapferen Kater. Er ist sachgerecht untergebracht.
der hat jetzt bei uns zu Hause im Wohnzimmer im Kaninchenstall gesessen. Da haben wir ein Katzenklo drin und eine Flauscherhöhle und er kann dazwischen noch ein bisschen rumlaufen. Die ist so 80x160, also ein bisschen bewegen kann er sich, zu viel soll er ja auch nicht. Macht Bolle aber, sobald er die Chance dazu bekommt. Dr. Scheich begutachtet Bolle erst auf dem Tisch und lässt danach noch ein neues Röntgenbild anfertigen, das sie direkt im Anschluss mit Nicolas Peter bespricht. Implantate sitzen, also ich bin für diese Fraktur jetzt nach 4 Wochen zufrieden. Komm? Schön. Genau. Bolle darf sich schon mal frei im Flur bewegen. Nach weiteren 4 Wochen soll dann Schluss sein mit den Einschränkungen. Hinterm Haus gibt Andreas Schmidt aus Aschaffenburg seinen Kater Azrael in die Hände von Onkologin Dr. Imke Schöpper. Wir dachten erst, er hätte sich die Nase gebrochen. Die war auf einmal ein bisschen schief und er hat schlecht Luft gekriegt. Dann waren wir auch beim Tierarzt und da wurde uns auch gesagt, wahrscheinlich ist die Nase gebrochen, würde aber so wieder zusammenwachsen wahrscheinlich. Und es wurde dann einfach nicht besser. Er hat dann immer schlechter Luft gekriegt. Und dann haben wir doch mal nachgucken lassen. Dann hat sich leider herausgestellt, dass er einen großen Tumor in der Nase hatte. Ja. Bei dem Tumor ist die Therapie der Wahl, die Bestrahlungstherapie. Das gibt es nur an ganz wenigen Orten in Deutschland und unter anderem eben hier bei uns in der Tierklinik Hofheim. Die 5. von 6 Bestrahlungen steht heute an. Dafür bekommt Azrael erstmal eine Vollnarkose. Hier sieht man jetzt unsere Lagerung für die Bestrahlung. Das ist wirklich eine Hochpräzisionsbestrahlung, die wir machen, bei der sehr wichtig ist, dass die Patienten wirklich auf 1 Millimeter genau gelagert sind. Und deswegen bekommen die Patienten so einen Aufbiss, das ist wirklich individuell für jedes Tier. Der ist hier befestigt auf diesem Aufbiss und haben auch noch ein Kissen unter dem Hals. Und dann wird eben am Schluss die Maske übergezogen, damit wirklich gewährleistet ist, dass die Patienten bei jeder Bestrahlung ganz exakt genauso gelagert sind wie auch beim Bestrahlungsplanungs-CT, damit wir wirklich die Dosis korrekt verabreichen können. Das richtige Lagern des Katers ist wichtig, damit die Bestrahlung hinterher nicht wortwörtlich ins Auge geht. Hier liegt jetzt der Azrael auf dem Bestrahlungstisch und wir sehen, dass er hier seine Maske schon trägt. Und wir haben uns auf diese Maske der Einfachheit halber Markierungen gesetzt, um zu sehen, wo wir ihn lagern müssen. Na, das heißt, wo jetzt das Zentrum der Strahlen sich treffen wird. Dann kann die eigentliche Bestrahlung beginnen, die dem Kater das Leben retten soll. Er macht auch super mit, muss man sagen. Er muss 3-mal am Tag die Augen getropft kriegen. Das macht er alles, lässt er machen. Und 2-mal die Woche fahren wir jetzt eben her. Den Aufwand nimmt Andreas Schmidt gerne in Kauf. So einen Kater hatten wir wirklich noch nie wie den Azrael. Wir haben noch 2 andere Katzen und ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden, also hatte immer viel mit Tieren zu tun. Aber er ist wie ein kleiner Hund. Er geht mit uns spazieren ohne Leine im Wald. Wenn uns ein Hund entgegenkommt, dann hüpft er schnell ins Gebüsch und kommt danach wieder raus. Und also er kommt jeden Tag zu mir ans Auto, wenn ich heimkomme, begrüßt mich. Zu Beginn der Therapie wurde mit Hilfe einer Computertomographie festgelegt, wo genau bestrahlt werden soll. Hier haben wir jetzt das Planungs-CT vom Azrael in diesem hellen Grau. Da sieht man hier schön die Augen. Das hier ist die Stirnhöhle, da das Gehirn und weiter vorne ist dann das hier alles die Nasenhöhle. Und normalerweise wäre eine gesunde Nase von innen schwarz, weil da hauptsächlich Luft drin ist. Wir sehen hier, dass jetzt viel graues Material ist, was einfach der Tumor ist und Flüssigkeit, die sich durch den Tumor rückstaut. Und wenn wir das jetzt mit heute vergleichen, dann sehen wir, dass zum Beispiel hier, da ist noch alles gefüllt in der Stirnhöhle und jetzt ist es wieder Luft, weil einfach durch die Bestrahlung das alles schon weggegangen ist. Azrael hat es für heute geschafft. Vorne wartet schon ein Hund mit einem Enddarmtumor. Auch dem soll hier geholfen werden. Leider übernehmen nicht alle Tierkrankenversicherungen die Kosten so einer Bestrahlung. Die Kosten hängen immer davon ab, was genau wir machen. Also es gibt sehr einfache Bestrahlung, da sind wir dann im Bereich von so 1200 Euro. Wenn wir eine sehr aufwendige Bestrahlung machen, wo wir 20 Bestrahlungen machen, eine CT-Planung, vielleicht auch noch ein MRT fahren müssen, dann kann das wirklich im Bereich von 8.000, 8.500 Euro sein als, sage ich mal, teuerste Therapie.
Anders als die meisten Menschen sind Tiere eben immer Privatpatienten. Musste jetzt einfach sein, weil wir gesehen haben, dass es ihm nicht gut ging, wir uns das leisten konnten und uns das einfach jetzt sehr wichtig war, dass es ihm wieder besser geht. Und wir hätten nie gedacht, dass es innerhalb von so kurzer Zeit so gut wird mit ihm. Also dass er wirklich wieder den Laden da im Griff hat, die anderen Katzen. Nach der zweiten Bestrahlung ist er erstmal eine Runde gelaufen, hat allen Katzen in der Umgebung eine Schelle gegeben. Das ist halt auch immer so eine Sache, wenn man mit Tierfreunden diskutiert, von wegen, wer darf sich ein Tier überhaupt holen? Immer der Spruch, ja, muss bedenken, Tierarzt kann sehr teuer werden. Das können nur Leute machen, die auch genug Geld haben. Ne? Ja, wer hat denn mal eben 8.500? Bestimmt viele Leute, ja. 10% der Bevölkerung vielleicht ungefähr. Können mal eben 8.500 mal eben so ausgeben. Dürfen nur 10% der Bevölkerung Tiere haben, meint ihr? Weiß ich nicht. Um zu sagen, dass er wieder da ist und jetzt ist er wieder der Chef da bei uns, ja. Azraels Geschichte hätte auch anders enden können. Es kommt leider immer mal wieder vor, dass einfach ein CT gemacht wird, festgestellt wird, ja, das sieht leider nach einem bösen Tumor aus und dass dann vielleicht sogar zum Einschläfern geraten wird, weil gar nicht bekannt ist, dass man da doch noch viel machen kann. Und deswegen ist wirklich ganz, ganz wichtig, wann immer man feststellt, ja, da ist was in der Nase, unbedingt eine Probe nehmen. Das Lymphom ist zum Glück der häufigste Tumor in der Nase und da kann man wirklich sehr gut helfen. Die meisten Katzen haben einfach eine mehrjährige Überlebenszeit bei wirklich guter Lebensqualität. Und diese Prognose gilt auch für Kater Azrael. Zum Schluss noch ein Hausbesuch bei Harry und Sabrina in Waldorf. Wir wollen wissen, was macht die Epilepsie, seit Harry medikamentös neu eingestellt ist. Ich schreibe ja immer schön mein Tagebuch und hatte jetzt keinen Eintrag, von daher ist das ganz, ganz gut, ja. In Hofheim kümmert sich Dr. Katharina Kessler gerade ausnahmsweise mal um die Haustiere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Stock, die hier natürlich mit zur Arbeit dürfen. Die Therapiemöglichkeiten in einer Tierklinik sind heute groß und die Besitzerinnen und Besitzer von Simon, Harry, Azrael, Elsa und den anderen Tieren sind darüber froh. Ja, krasse Doku. Krasses Krankenhaus. Nicht schlecht. So. Tschüss.